Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Freiheit den Verweilenden anzunehmen bei ältester Mana Loa in der Drachenöde an dieser Position. Vorquest war Mana Loa der Älteste. Mana Loa ist dieser Stein hier. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist, aber dadurch bin ich ziemlich flott beim Quests aufnehmen. Hier darf man jetzt in diesem großen Questgebiet Mobs töten und das Ganze 15 Mal. Also kann man auch direkt die Gegner töten, die um diesen Stein versammelt sind. Da waren ja einige versammelt. Hier sind noch welche. Wenn ihr die Quest in WOTLK Classic macht, klar könnt ihr nicht so durchlaufen wie ich hier. Aber ich wollte nicht ewig zeigen, wie ich gegen Mobs kämpfe. Deshalb Quest Flotte erledigen mit einem Stufe 60er Retail Charakter. Der zählt nicht dazu. Okay. So. Nanu, hängen geblieben. Der Mob zählt auch nicht dazu. Aber hier die zwei. Der verstörte Bewohner nicht. Die Krieger schon. Und jetzt fehlt mir noch ein Mob. So. Quest ist bereit zur Abgabe. Wundertoll. Wie ihr seht, bin ich mit meinem... Oh, Moment, ich kann ja fliegen. Ich halte mich einfach am Boden. Weg solltet ihr dennoch nachverfolgen können. So. Quest ist abzugeben bei ältester Mana Loa in der Drachenöde an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!